Der Boden ist die Decke hiervon. Können wir später noch aus Holz machen, können wir aber auch so lassen. Dann werde ich da einfach nur von hier oben ein bisschen Teppich drüber legen. Können wir ja jetzt alles. Dann haben wir da so ein bisschen Abwechslung mit drin. Das ist nicht alles einfach nur aus Stein. Stein, lass das lieber sein. So. Da haben wir nochmal ein paar Diamanten hinterher. Die restlichen, okay, wir haben noch ein bisschen Fackeln, aber wir machen es mal ein paar neue. Um genau zu sein, 8. Leder, verrottetes Fleisch. Das packen wir mal mit in diese Kiste. Das war nicht gerade sehr schön, aber naja. Wollen wir mal gucken, was unser Anbau hier macht. Naja, wächst ein bisschen, ne? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Da kommt eine hin, die kommt weg. Da kommt eine hin, die kommt weg. Da und da. Steht das Tor zwar da so ein bisschen. Hä, nee, das ist falsch. Ach, ist ja eigentlich auch wurscht. So. Okay. Dann ist hier oben das nächste. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal eine kleine Pause. Sehen uns danach, nach der Pause, wieder. Genau. Bis dahin. Also wir werden dann auf jeden Fall hier oben weitermachen, ne, dass wir hier, wenn eine Zuckerrohr endlich mal wachsen würde, hören wir noch nicht, werden wir uns wieder ein paar Bücher craften. Und damit natürlich auch die Bücherregale. Das Ganze hier fertig machen. Irgendwann eines Tages kriegen wir bestimmt noch den Diamanten und das Obsidian für den Zaubertisch. Aber das dauert bestimmt noch ein bisschen, weil ich ja so ein kleiner Schisser bin, in die Höhle zu gehen. Bauen wir hier oben fertig. Ich glaube, das wird eine ganz schöne Behausung. Kann man, glaube ich, anbieten. Für so einen Hardcore-Mode. Naja, wir gucken einfach mal. Gut, machen wir da oben nächstes Mal weiter. Und gucken dann einfach mal. Bis dahin, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme unserer Hardcore-Map hier bei Minecraft. Ich gucke erstmal, wie weit wir sind. Ich muss mich da jetzt mal wieder ein bisschen orientieren, weil ich jetzt 2 Tage, glaube ich, Pause gemacht habe. Ah ja, hier wollten wir ja den Durchbruch machen, ne? Da kommen wir hier. Genau, so wollten wir das machen. Ich weiß Bescheid. Dann wollen wir doch mal gucken. Hier fehlen uns noch ein paar Zäune, die wir da dran bauen. Decke muss ich natürlich auch alles nochmal neu machen. Bin ich ja immer noch im Überlegen, ob wir das mit Cobblestone weitermachen, aber ich glaube, das werden wir tun. Dann haben wir das im Einheitslook, aber die Decke hier, glaube ich, lasse ich so, weil das ja dann hier der Boden ist. Oder ich reiß den halt eben auch nochmal mit raus. Gucken wir später einfach mal. Meine Idee für heute. Ich habe kein Eisen. Steinspitzhacke. Ah ja. Wollte ich doch gerade sagen. Dass wir uns einfach mal auf eine Höhlenmission begeben und einfach mal gucken, ob wir da mal an Rohstoffen ein bisschen was rauskratzen können. Ich mache vorsichtshalber nochmal eine zweite. Man kann ja nie wissen. Aber erstmal haben wir dann die Steinhacke raus. Alles, was wir nicht brauchen. Erde, Cobblestone, Cobblestone, Sand brauchen wir auch nicht. Eisen nehme ich mal mit Eimer auf, falls wir Lava finden. Holz brauchen wir nicht. So, dann haben wir hier auch genug zu essen. Ich hoffe jetzt nur, dass ich die Musik nicht gerade zu laut geschaltet habe, weil ich einfach nicht mehr weiß, auf was für eine Lautstärke ich letztes Mal die
die Musik gestellt habe. Und bevor wir losgehen, lege ich mich hier nochmal ins Bett. Ich könnte vielleicht gleich nochmal gucken, was unser Getreide hier nebenan macht. Dann kann ich nämlich noch ein paar Brote mitnehmen. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich nehme das Essen mit drin. Nö. Das ist noch nicht so weit. Nein, da müssen wir nochmal was tun. Also wirklich schön ist das da noch nicht. Achso, was vielleicht... Dich wollte ich nicht reinlassen. Vielleicht noch eine gute Idee wäre, wenn wir uns... Was mache ich denn hier? So. Wenn wir uns nochmal ein Schwert mitnehmen. Jetzt aber passt. Zack, zack. Und da haben wir auch schon die ersten Besucher an der Tür gehabt. Die Sticks nehme ich einfach auch mal mit, 5 Eisen auch. Das Holz nehmen wir mal, vielleicht brauchen wir ein Crafting Table hier. Was ist das denn? Eine Rüstung. Ah. Brustharnisch. Und noch einer mit Goldrüstung, was ist hier denn los? Ja, bleiben wir schön im Wasser. Ist auch gut, dann kommt er nicht an uns ran. Zack. Und zack. Weg ist er, hat nichts gedroppt, auch nicht ganz so schlimm. Gold ist ja sowieso jetzt nicht so vom... Verbraucht sich eben schnell, da kann man nicht ganz so viel mit anfangen. Ich laufe jetzt einfach mal hinter unserem Haus, vielleicht finden wir da eine neue Höhle. Ansonsten werden wir wieder in die alte gehen, wobei ich die, glaube ich, ein bisschen langweilig fand. Ich mich recht erinnere, habe ich noch geschafft. Nee. Enderman hört man hier auch schon. Da hinten ist ein Dschungel. Da werden wir sicherlich auch eines Tages mal hinkommen. So. Oder wir gehen einfach jetzt in den Dschungel. Ich höre Enderman. Oh ja, die Landschaft lädt ein wenig langsam. Dort hinten. Mal ein bisschen laden lassen hier. Kakaobohnen sehe ich da hinten. Na gut, wir sind ja auch hier beim Dschungel. Können wir uns eigentlich mal mitnehmen? Wenn wir schon hier sind. Wow. Nicht allzu viele, können wir selber anpflanzen. Damit unser Inventar jetzt gerade nicht so voll ist. Oder nicht so voll wird, dann eher. So, gucken wir einfach mal, was wir hier im Dschungel finden. Kleine Höhle wäre ja schon nicht schlecht, weil dann können wir uns da ein bisschen die Rohstoffe rausholen und unsere Liste weiter abarbeiten. Weiß immer noch nicht, ob mittlerweile die passenden Mods draußen sind für die 1.6.2. So die klassischen. Wir haben keinen Fisch. Schade. Sehr schade. Genau, so die klassischen Sachen, was ich noch gerade sagen wollte, Optifine und was es da nicht alles gibt, Dynamic Lights, sowas alles, hätte ich schon ganz gerne. Und hier haben wir eine Höhle. Da gehen wir dann jetzt einfach mal rein.
Ich hoffe, wir finden danach noch zurück. Oder ich finde zurück, weil ohne Kompass, ohne Karte ist ja mal ein bisschen, naja. Wir probieren es, wir finden das schon irgendwie. Ansonsten fangen wir wieder von vorne an. Macht ja auch nichts. So. Ich werde dann, glaube ich, auch heute das erste Mal dazu kommen, die Folgen zu rendern und hochzuladen. Das heißt, diese Aufnahme werde ich dann einfach noch mit reinpacken. Und dann werden die Folgen hoffentlich schnell nacheinander veröffentlicht werden. Aber ich denke, wenn ich das heute alles in eine mache, wird das ganz gut passen. Und dann hier schon wieder nichts, oder was? Oh, schon wieder Ende. Okay, nächste Höhle. Diamanten wären ja jetzt mal interessant. Wegen Nether-Portal etc. Oder ne, erstmal schön Werkzeug craften dann damit. Weil, wenn man anderes gewohnt ist, wie gesagt, von unserem Mehrspieler-Server mit meinen Kollegen, ist natürlich ein bisschen schöner. Wir haben Diamantvorräte wie sonst was, also wenn da mal was kaputt geht, das ist nicht so schlimm. Und verzaubert alles natürlich mit Pipapo, alles was man haben kann, haben wir da auch schon. Ist ein bisschen Luxus, ne? Wenn man dann jetzt wieder eine neue Map anfängt, ist das ein bisschen wie in die Steinzeit zurückversetzt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Steinwerkzeugen und so. Oder so ein Dschungeltempel wäre auch witzig. Da haben wir eine Wüste, glaube ich. Sieht danach aus. Höhle vielleicht? Ich gehe erstmal gucken, vielleicht haben wir hier ja ein Dorf. Man muss so ein bisschen aufpassen mit dem Rennen, ne? Dass man nicht zu hungrig wird, damit das Essen nicht immer knapp wird. Aber seitdem man sprinten kann, ganz ehrlich, ich sprinte immer. Es ist einfach viel zu langsam, wenn man nur normal durch die Gegend läuft. Das hat mich früher so ein bisschen genervt, als es das noch nicht gab. Kein NPC-Wüstendorf. Eine kleine Wüste hier. Gut, aber ich denke, wir gehen dann einfach mal wieder Richtung zurück. Nicht, dass wir uns völlig von unserem Haus entfernen und gar nicht mehr zurückfinden. Schon wieder Ocelot. Und wir haben... Geil. Wie süß. Schön, die muss ich mir hier merken. Die Szene, das ist ja... Ja, wenn ich jetzt Fisch hätte. Müssen wir uns bald mal eine Angel bauen. Dazu brauchen wir Fäden. Dazu brauchen wir Spinnen. Aber wenn wir jetzt gleich in der Höhle gehen, vielleicht finden wir da ja ein paar von. Naja, tolle dramatische Musik und wir laufen hier nur durch die Gegend. Super spannendes LP.